Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, also Herr Friederizzi, selektive Wahrnehmung, schön und gut. Ich habe ja Ihren Redebeitrag auch irgendwie mit Interesse verfolgt und bis zum Ende kamen Sie auch eigentlich nicht auf die eigentlichen Themen zu sprechen, die also in dem Antrag auch adressiert sind. Insofern konnte ich dann auch nachvollziehen, dass es da nochmal eine Zwischenbemerkung gab. Stichwort selektive Wahrnehmung. Wie gehen Sie denn mit der selektiven Wahrnehmung inzwischen um, dass Sie ja im Wahlkampf auch eine Broschüre bzw. Ihr Landesvorsitzender herausgegeben hat, 100 Fragen, 100 Antworten, 20 Euro soll das Sozialticket kosten. Wo sehen wir das denn? Wo hat das denn Eingang gefunden in Ihrer Beratung bzw. in Ihrem Handeln, jetzt in der Verkehrspolitik? Davon sehe ich gar nichts. Wir sind inzwischen so weit, dass also der Schienenersatzverkehr in Berlin, mir ist kein anderes Land und auch keine andere Stadt in Deutschland bekannt und woanders auch nicht, im Verkehrsfunk, im Radio erwähnt wird. Das nennen Sie nun wirklich die erfolgreichste Verkehrspolitik, die sich hier im Land Berlin machen lässt? Also das ist ja wirklich ein Witz. Der öffentliche Personennahverkehr sichert die notwendige Mobilität in der Stadt und in das Umland für Millionen von Nutzern und ist notwendiger und wesentlicher Faktor als Verkehrsträger in einer Metropole Berlin. Fahrpreiserhöhungen sind dabei kontraproduktiv, denn sie sorgen nicht nur für einen Rückgang der potenziellen und tatsächlichen Nutzung der Systeme, die bei hohen Bereitstellungskosten dadurch nicht wirtschaftlicher werden. Ein Beispiel: Wenn Sie heute 10 Minuten mit einem Free-Float-Carsharing-Dienst fahren, kostet das 2,90 Euro. Wenn Sie ein Ticket kaufen bei der BVG, zahlen Sie 2,30 Euro. Irgendwann kommen Sie mit den Fahrpreiserhöhungen in einen Bereich, wo das ganze System kippt. Das heißt also immer nur zu sagen, die Kostensteigerungen müssen umgesetzt werden oder müssen eingepreist werden und es muss weitergehen. Damit kommen Sie auf keinen grünen Zweig. Punkt 2 des Antrags beinhaltet auch sinnvolle Vorschläge, die wir unterstützen können. So müssen zum Beispiel wir als Steuerzahler die Einwohner die Kosten der BVG, die auf Einflussnahme des Landes zurückzuführen sind, auch tragen und nicht einfach an die Fahrgäste durchreichen. Effizienzsteigerungen zur Kostenreduktion zu nutzen, ist ebenfalls ein kluges Ziel. Ein integriertes Beschleunigungskonzept für Tram- und Metrobuslinien macht auch Sinn. Und das Verkehrsangebot in Randzeiten und Randzonen dem tatsächlichen Bedarf anzupassen, ist nicht nur betriebswirtschaftlich, sondern eben auch für die Nutzer des Angebots hilfreich. Mich wundert dann im Ergebnis doch, wie Sie gegen diese Ziele sind. Letzten Endes heißt das, Sie wollen einen schlechteren ÖPNV in Berlin haben, wenn Sie sagen, eine Fahrgastzahlensteigerung, eine Effizienzsteigerung ist nicht wünschenswert. Und das hoffe ich doch nicht. Insofern bin ich überzeugt davon, dass Sie dem Antrag dann gleich doch noch Ihre Zustimmung geben werden. Vielen Dank.